Ja, es ist wirklich passiert. Planet Coaster 2 kommt noch dieses Jahr. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns zuerst mal den Trailer an. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gehypt ich auf dieses Spiel bin. Ich glaube, meine Reaktion auf den gestrigen Trailer sagt schon alles. Was? Was? Oh. Direkt nachdem ich mir den Trailer ganz genau angeschaut habe, habe ich natürlich versucht, so viel wie möglich rauszufinden und habe mir die Videos dieser Creator angeschaut. Einige von denen hatten schon vor einem Monat eine exklusive Präsentation und Infos von Frontier bekommen. Wer sich also fragt, woher die Infos aus diesem Video kommen, das sind meine Quellen. Wenn ihr noch irgendwas wisst, das ich in dem Video vergessen habe, schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Also, erstmal die Eckdaten. Planco 2 wird diesen Herbst für PC, PlayStation und Xbox gleichzeitig rauskommen und es sieht so aus, als könnte das hier wirklich der Nachfolger werden, auf den wir die letzten 8 Jahre gewartet haben. Das neue Hauptfeature werden Wasserparks sein. Über die wissen wir auch schon einiges, aber es gibt auch noch sehr viel mehr, das wir schon wissen. Und ehrlich gesagt, finde ich einige der anderen Features noch spannender als die Pools. Aber beginnen wir erstmal mit denen. Es wird im Baumenü, wohl an der Stelle, wo bei Planet Zoo die Gehege gezogen werden, eine Option für Wasserbecken geben. Außerdem kommen neben haufenweise neuer Teile auch noch Umkleiden, ein neuer Souvenirshop rund um Schwimmbadartikel, Bademeister als Personal und auch mindestens 2 neue Maskottchen ins Spiel. Von einem der beiden kennen wir auch schon den Namen. Die Gute wird Queen Splash heißen. Außerdem wurde auch ein Wellenbad und Strömungskanal confirmed. Das Thema Rutschen wird wohl scheinbar auch deutlich umfangreicher, als man das auf den ersten Blick im Trailer gesehen hat. Das hier sind laut Sylph die verschiedenen Rutschentypen, die in der Vorabpräsentation zu sehen waren. Die Rutschen werden mit einem ähnlichen System gebaut wie auch die Achterbahn. Und wenn irgendwer weiß, wie ein Wasserpark richtig in ein Aufbauspiel integriert wird, dann ist es Frontier. Die waren damals auch schon für die RZT3 Expansion Soaked verantwortlich. Passend zum Thema wird aus Hitze und Schatten auch ein Gameplay-Element gemacht, sodass man jetzt Sonnencreme verkaufen und Schatten bereitstellen kann. Generell wurde der Management-Aspekt vom Spiel wohl etwas umfangreicher vertieft. Sollte man aber irgendwann im Geld schwimmen, dürfte man auch hier keine Probleme mehr haben. Das Tool zum Achterbahnbauen wurde leider noch nicht gezeigt, aber auch dieses System soll überarbeitet worden sein. Sehr wahrscheinlich bleibt es aber vom Grundprinzip gleich. Es wird wohl verbesserte Möglichkeiten zum Smoothen geben und wie ich es aus den anderen Videos rausgehört habe, fahren die Bahnen sich scheinbar auch besser. Ein besonderes neues Fahrelement wurde auch bestätigt. Wie es aussieht, soll es Drop-Tracks geben und eine Single-Rider-Queue wird auch vermutet. Ein weiterer Punkt, der in der Präsentation nicht gezeigt wurde, war das Wetter. Allerdings gibt es hier wohl keinen Grund zur Sorge, da ein entsprechendes Icon im UI schon zu sehen war. Was in Zukunft hoffentlich auch kein Grund mehr zur Sorge ist, ist das Wegesystem. Offensichtlich wurde es komplett überarbeitet und es wird wohl noch einfacher, große organische Wege zu verlegen. Auch die Besucher fühlen sich wohl nicht zuletzt deswegen realistischer an. Ein weiteres Feature wird ein Multiplayer sein. Zwar nicht so, dass man gleichzeitig mit all seinen Freunden einen Park bauen kann, allerdings kann immer einer gleichzeitig in einem Park bauen, auf den alle Spieler Zugriff haben. Das geht tatsächlich auch zwischen Konsolen und PC, ist also plattformübergreifend. Und damit kommen wir jetzt zum für mich relevantesten Punkt, die Thematisierung. Denn auch hier wissen wir schon eine ganze Menge. Das Grundspiel wird wohl mit 5 einzigartigen Themes kommen. Das originale Planet Coaster Theme, Mythologie, Resort, Aquatic und Wikinger. Wie genau die Items der einzelnen Themen aussehen, wissen wir noch nicht, da wir im Trailer fast nur das Aquatic, Resort und das Originalthema gesehen haben. Laut Rudi wird es allerdings mindestens 2000 verschiedene Teile geben. Allerdings ist die Anzahl der Teile nicht besonders repräsentativ für die Möglichkeiten, denn es wird wieder die Möglichkeit geben, Teile einzufärben und
einige Teile sind auch skalierbar. Ich hätte nie damit gerechnet, dass dieses Feature wirklich ins Spiel kommen würde, aber ich finde es ein absoluter Gamechanger. Damit nicht genug soll es auch noch eine Funktion zum gespiegelten Bauen geben, sodass man nicht mehr alles doppelt bauen muss, das symmetrisch aussehen soll. Das dürfte auch noch eine Menge Zeit und Nerven sparen. Das vermutlich beeindruckendste Feature für mich war allerdings die Möglichkeit, Flatrides und Achterbahnwagen zu customizen. Es gibt für Flatrides verschiedene austauschbare Texturen, sodass auch jedes Fahrgeschäft in jedes Thema passen sollte. Außerdem sind jetzt auch funktionierende Rideskins möglich. Sprich, das U-Boot, das ich auf meinen Teetassen baue, bewegt sich jetzt mit der Attraktion mit. Selbes gilt für diesen Schirmreifen, der da ganz bestimmt nicht hingehört. Da sind der Kreativität jetzt also keine Grenzen gesetzt. Besonders spannend, das Ganze funktioniert scheinbar auch mit den Zügen von Achterbahnen, sodass man die passend zum Thema gestalten kann und sogar Blueprints kann man einfach an die Attraktion anheften. Apropos Blueprints, scheinbar wird es den Steam Workshop, wie wir ihn kennen, nicht mehr geben. Aber keine Sorge, Frontier hat einen eigenen Workshop, auf dem man seine Blueprints hochladen kann und diese auch direkt runterladen und platzieren kann, ohne das Spiel zu verlassen. Außerdem ist dieser Workshop ebenfalls plattformübergreifend, sodass wir idealerweise eine große Community sind und nicht zwischen Konsolen- und PC-Spielen unterschieden werden muss. Allerdings bringt es auch die Frage auf, wie es mit der Performance aussehen wird, weil das Spiel ja für Konsole und PC gleichzeitig entwickelt wurde und beide Plattformen alles öffnen können sollen. Auf jeden Fall erfahren wir bald mehr, denn am 31. Juli bekommen wir zum ersten Mal Gameplay zu sehen. Also abonniert den Kanal und kommt auf unseren Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. So, das waren jetzt ganz schön viele Infos. Ich hoffe, ich habe keine vergessen, aber falls doch, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Freut ihr euch auch schon auf das Spiel? Und wird euch der Trailer gefallen? Ich bin ja wirklich überrascht davon, wie viele unserer Wünsche gehört worden sind. Ansonsten könnt ihr dem Video auch gerne einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns am Sonntag wieder. Ciao! Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gamingfeuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei.